Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder um unser Crosshobel. Ihr wisst ja, unser Außendienst in der Breu ist fleißig am Fahren und war zum Beispiel mit uns zusammen am Bollhof, haben wir den ersten Platz abgeholt. Und auch heute können wir euch ein kleines Update geben. Er war am Wochenende, letztes Wochenende, auf einem kleinen Rennen. Leider haben wir dort einen kleinen Unfall gehabt, beziehungsweise Breu hatte einen Unfall. Ihm geht es gut soweit, kleine Blessuren, wir schauen uns gleich an. Aber noch viel wichtiger, wir schauen uns den Hobel an, denn der hat ein bisschen mehr gelitten. Also hier sollte eigentlich jetzt unser Außendienstler Breu sitzen, wenn er rechtzeitig zum Dreh da wäre. Und würde euch jetzt wahrscheinlich erzählen, was er letztes Wochenende so erlebt hat. Bis dahin müssen wir uns mit diesem Anblick zufrieden geben. Breu, wo bleibst du? Schön, dass ich es einrichten konnte, der Herr. Ich habe 5 Minuten später und ich habe das Material abgeladen. Sonst warte ich immer auf euch. Du kannst die Kamera abstellen, Bettina. So, schön, dass du dir Zeit genommen hast, Breu. Wir haben die Kamera wieder dabei, du kennst sie ja. Öfter schon mal am Start gewesen. Schon länger nicht mehr. Wir haben ja sehr erfolgreiche Tage schon mit dem Hobel gehabt. Heute sieht er ein bisschen trauriger aus. Du bist ja fleißig immer am Trainieren, bei vielen Rennen schon dabei gewesen, ohne dass wir es gefilmt haben. Genau, ja. Eigentlich immer mehr oder weniger erfolgreich. Letztes Mal war es doch recht tough. Und das Material und auch der Körper haben ein bisschen gelitten. Wir haben jetzt die Hälfte der Saison rum. Es ist eine spezielle Saison wegen Corona und dem Wetter. Wir haben bis jetzt noch kein schönes Wetterrennen gehabt, außer der Bollhof. Wir haben jetzt hier ein Rennen gehabt, das ist auf einer Strecke, wo auch die grossen, richtigen Motocross gefahren sind. Gräben, Leisen und so weiter. Eher ein bisschen zu gross für unsere Töffel. War das auch der Grund, warum du gestürzt bist? Unter anderem. Also der erste Sturz war ganz klar ein Fahrfehler. Mhm. Da hätte ich müssen wissen, dass die nach dem Sprung, wenn sie landet, in dem Dreck schräg kommen. Dann eine Runde später habe ich probiert einen sehr weiten Sprung für das Töffli, vielleicht 15 Meter. Ich habe dann etwa 2 Kurven vor dem Sprung gemerkt, dass etwas mit dem Fahrwerk nicht stimmt. Bin dann abgejuckt und so praktisch mit Starrahmen gelandet. Lass ihn am besten mal abladen, schauen wir uns mal kurz was an, weil so auf den ersten Blick sieht er nur dreckig aus, aber du meintest leider ein bisschen mehr kaputt gegangen, das heißt es gibt einiges zum Schrauben für dich die nächsten Wochen wieder. Wann ist das nächste Rennen? Nächsten Samstag. Oh, einiges zu schrauben die nächsten Tage. So fährt Breu übrigens jeden Tag mit seinem Mofacold Pickup und dem Crosshobel oben drauf. Also falls ihr ihn irgendwo rumfahren seht, ihr wisst Bescheid. Peter Su steht zumindest drauf. Der Name dieses Crosshobels, falls ihr es noch nicht wusstet. Denn ein Hobel ohne Namen bringt Unglück. Trotz Namen gestürzt. Wie erklären wir uns das? Bis jetzt 2-mal umgekehrt mit dem TÜV und zwar im gleichen Lauf. Der Marc ist schon fast gleich viel umgekehrt mit dem TÜV wie ich. Wir haben ja dieses Jahr eigentlich mehr als Test- und Trainingssaison gerechnet und werden schauen, dass wir nächstes Jahr dann ganz vorne mitmischen. Und was genau ist jetzt kaputt gegangen, außer dass er super dreckig ist? Ja, also man sieht, dein Gabelschutz hat sich verabschiedet beim Aufprall. Es hat den ganzen Rahmen einmal auf die Seite rausgestaucht. Lenker und so weiter natürlich nicht mehr gerade. Lenkanschläge hat es reingeschlagen. Also man sieht es da unten auch an der Gabelbrille. Ja, die hat es natürlich hier mitgenommen. Fussraster hat es genommen. Sie sind gar nicht mehr in der Flucht. Ja, der ist weiter hinten wie der. Ja. Dass ich nicht federn konnte, bin ich eigentlich so rausgejuckt und so aufgeschlagen. Dann hat es 3-4 Mal überrührt, bin dann weitergefahren und habe zuerst gar nicht gemerkt, dass ich noch so viel Dreck vorne rein hatte, dass die Bremse immer dahinter war. Da hing hier der Dreck drin quasi? Ja, also es war einfach so ein Klumpen drauf. Scheiße. Eben das Heck. Ja, das sieht auch nicht mehr ganz gerade aus. Mitleidenschaft gezogen worden. Die Aufnahme vom Dämpfer, die hat es verbogen. Federn tut es im Moment nicht wirklich. Der Hobel ist aktuell nicht wirklich einsatzbereit. Läuft er noch, ist die Frage. Der ganze Dreck fliegt runter. Laufen tut er noch. Motor ist gut. Trotz Sturz. Bist du hier tatsächlich, sehe ich auch, auf unseren Schutz gefallen vom Seilzugstarter? Hat sich also bewährt. Ich weiß noch, als wir bei dir waren das erste Mal, hast du noch darüber geredet, wie wichtig das ist. Falls man mal stürzt, jetzt war es so und es hat funktioniert. Wie fährt er sich so ohne Federung mit einem verbogenen Rahmen? Ja, 6, sagst du. Okay, ich probiere es aus. Warum auch nicht? Also ein Scheißständer hier gebaut. Nein, anders du mir Gott. Alter, und so bist du noch gefahren? Ja. Wie viele Runden? Ein ganzer Lauf. Wow, geil!
Motor kriegt er noch ganz frisch. Aber Peter, toll. Das war sau eng, der Held. Also ich bin noch mal ein bisschen leichter wie du. Da fehlt das gar nicht. Aber es war ein Ding, so ist er noch nicht schon immer abgegangen, oder? Der ist ja richtig giftig. Und zwar haben wir einen anderen Vergaser drauf gemacht. Haben jetzt auf den Stage 6 gewechselt. Also ich bin jetzt kein Experte, aber ich würde behaupten, es hat sich gelohnt. Der Motor so läuft super. Federung ist für den Arsch. Liegt am verbogenen Rahmen. Was machen wir jetzt hier mit diesem Rahmen? Wäre ja schade drum. Es sind jetzt noch wie viele Rennen? Zwei, drei? Zwei noch. Machen wir morgen mal schnell Bestandsaufnahmen. Dann geht es mit Wärme und Eisen wird der wieder zurecht. Mit roher Gewalt. Genau. Nächsten Samstag ist das nächste Rennen. Dann haben wir ein Wochenende Pause. Und dann kommt dann das große Finale. Und nach dem großen Finale über den Winter gibt es eine 2.0-Version von diesem Hobel. Wird dann nochmal komplett neu gemacht für nächste Saison? Ich weiß jetzt noch nicht, wann wir da alles verraten dürfen. Nicht zu viel. Der wird als allererstes wieder zerlegt, super strahlen, frisch lackieren, dass er wieder ganz schnieke da steht. Und für nächstes Jahr werden wir eine optimierte Version machen. Vielleicht nicht mehr mit einem Maxi-S-Rahmen, sondern vielleicht gibt es einen X30-Rahmen. Also, ihr habt das gehört, es gibt einiges an Cross-Content, auch über den Winter. Wir kommen gerne sonst auch mal wieder vorbei, wenn es dann mit dem neuen Rahmen, dem neuen Hobel hier losgeht. Bis dahin wünschen wir dir natürlich nach wie vor viel Erfolg für diese Saison, dass du den auch noch in den nächsten drei Tagen gerichtet bekommst. Und ja, wir berichten euch natürlich dann auch hier, wie die Rennen ablaufen. Jetzt überlasse ich dir diesen wunderschönen, dreckigen Hobel wieder. Du darfst ihn jetzt putzen gehen und bedanke mich für deine Zeit und bedanke mich auch bei euch, dass ihr bei diesem Video wieder dabei wart. Wir sehen uns auch nächstes Mal. Wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr nichts mehr. Bis dahin. Macht's gut und ciao. Tschüss.